Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Race zwischen Team Crabbringers, drei komischen Leuten und Midna. Ja, nicht komisch. Ah ja, die komischen Leute. Nicht lustig. Okay. Nicht amüsant. Also, wir spielen ein Spiel aus dem Jahre 1994. Und zwar ist das Donkey Kong. Dann meinen wir nicht ein komisches Donkey Kong Country oder so ein Bullshit, sondern Donkey Kong, wirklich das. Alles Country war Bullshit. Angelehnt an das Arcade Game. Ja, oh shit, jetzt hab ich auswählen schon gedrückt, jetzt muss ich nochmal neu starten. Wieso? Ja, egal, wir machen ja erstmal die ersten vier Arcade Level zum Einspielen und dann beginnt das Race erst danach. Richtig, obwohl also an meiner Seite habe ich wieder die üblichen Verdächtigen. Ich glaube, ich muss das Recording nochmal neu starten. Das habe ich die üblichen Verdächtigen, wenn ich jetzt nicht unterbrochen werde von irgendwelchen Krustentieren, könnte ich sie auch vorstellen. Alex. Ich glaube, das Recording nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Das habe ich aber bis jetzt nichts Wichtiges aufgenommen. Dann starten wir nochmal das Recording. Also, wir haben hier Midna, wir haben Krab, wir haben Exakum und wir haben mich, Warp. Und wir werden jetzt... Hey, das musst du dich mal selbst vorstellen. Echt mal. Wir werden jetzt. Ja, ihr trollt die ganze Zeit hier, so. Ich troll überhaupt nicht, es war ernst gemeint. Machen wir jetzt einfach mal mit Teil 1 und so die ersten 4 Arcade-Level und dann kannst du ja währenddessen noch erklären. Ja, okay, dann drückt mal hier das Start, jeder macht eine neue Pfeile und. Warte. Jetzt ist doch egal, wir starten ja das Race eh erst nach den Arcade-Level. Genau. Achso. Das ist jetzt nicht der direkte Nachfolger des Arcade-Games, Donkey Kong. Achso, das heißt, aber trotzdem sind die überhaupt nicht da. Ja, doch, recorded wird's schon. Nur das Race geht erst danach los. Ja, das ist zum Einspielen. Okay, erstmal mit der Stellung klarkommen. Genau, okay, und das hier ist, wie gesagt, der Nachfolger des Arcade Games Hongkong. Das heißt, die 4 Arcade Level sind drin enthalten und danach beginnt das eigentliche Spiel. Und anscheinend hat Donkey Kong trotzdem schon seine Krawatte, obwohl er die eigentlich noch nicht haben durfte damals. Oh! Okay, ich bin gleich im ersten Arcade Level verreckt. Ich fange gerade an. Schon, was sich schon mal nicht lohnt, ist, den Hammer zu nehmen und Gegner zu töten, weil das dauert Jahrzehnte. 25 Meter, das kriege ich hin. Ja genau, die Arcade-Levels hatten diese tolle Eigenschaft, dass es diesen Hammer gab, der zwar total toll war, aber danach konnte man nirgendwo mehr hoch. Ja, man kann den Hammer mit B in die Luft schmeißen. Ach echt? Ja. Ah, das ist ja... Okay, mal gucken. Also du kannst ihn hochschmeißen, schnell die Treppe rauf und dann wieder benutzen. Ah, okay, hier ist... Gleich mal versuchen. So, 50 Meter. Kurz im Mund. Oh fuck, wieso fällt das denn die Leiter runter? So, wow. So, ja. Ich würde gerne das Spiel pausieren. So, kurz mal pausiert. So, und ich habe jetzt gerade den ersten Arcade-Level geschafft. So, und so wie was zu der unglaublich komplexen Story zu Kirby Dingens da gesagt haben, haben wir hier auch was sozusagen. Donkey Kong hat Paulina entführt. Richtig, damals war es noch Paulina, ja. Damals war Mario noch nicht im Pilzkönigreich unterwegs. Der lebte dort noch in den... Straßen von New York City. Diese Feuerbälle habe ich gerade richtig gegankt. Das ist echt cool mit dem Hammer hochwerfen, das war echt lustig gemacht. Das wusstest du nicht? Nee, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ging das im Arcade-Game auch? Das wusste ich nicht. Das jedenfalls. Ob das im Arcade-Game geht. Ich meine, Mario hat ja auch ein paar andere Moves. Sache. Oh fuck, da war ein One-Up, das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich mir mal holen sollen. Hätte ich schon einen Vorteil fürs Race gehabt. Richtig. Mist. Also es lohnt sich hier alle One-Ups zu holen, weil jetzt beginnen wir noch nicht mit dem Race. Ich will das One-Up da drüben. Es lohnt sich also nicht zu sterben, Schuhe, ne? Wow, man kann einen Backflip machen? Ja. What the fuck? Mario hat ziemlich viele Moves hier. Ich bin fast in die Stachel rein. Glück gehabt. Ich dachte, der käme aus Super Mario 64, den gab's ja echt schon länger, das ist ja mega geil. Oh fuck, Mario hat sehr, sehr viele Moves aus diesem Spiel eigentlich schon. Also den Triple Jump hat Mario ja auch schon, by the way. Mhm. Abgefahren. Er kann auch auf seine Hände springen, wenn man irgendwie nach unten drückt. Man muss also... jetzt einfach mal, weil ich so viele Leben verloren habe, es lohnt sich nicht. Sehr gut. Ja, man muss geduckt sein und dann die Sprungtaste drücken. Dann macht Mario einen Handstand. Geil. Und dann kann man einmal davon abhüpfen, dann macht man einen höheren Sprung. Und wenn man danach kurz nach dem Landen nochmal hüpft, dann macht man einen dritten ziemlich hohen Sprung. Das wird einem in Ingame-Cutscenes auch nochmal gezeigt. Also falls man es vorher noch nicht gewusst hat. Wow, Cutscenes gab es auch schon damals. Korrekt. Ich bin aber trotzdem schon mal 50 Meter, weil ich einfach fucking awesome bin. Jetzt hab ich endlich die Arcade-Level hinter mir mit 7 Leben, perfekt. Was? Du bist schon okay. Okay, ich bin jetzt beim letzten und ich hab 4 Leben, weil ich habe noch 4, weil ich vorhin mega retard in so ein Feuerviech reingelaufen bin. Ja, dann hab ich wohl schon mal den größten Vorteil.
wenn es losgeht mit meinen 7 Leben. Das Spiel ist eigentlich nicht schwer, es ist nur relativ groß vom Umfang her. Verpiss dich, Feuer! Dieses Donkey Kong immun gegen den Hammer. Man müsste meinen, ein Affe stirbt, wenn man ihn mit einem Hammer schlägt. Es gibt hier auch übrigens auch. Also es gibt ja nicht direkt Fallschaden, weil hier hat es ja keine HP-Meter oder sowas. Oh, ich werd gegankt! Liegt dann so am Boden. Alter, ich war surrounded von Feuerviechern. Ich hab Feuer nicht missgesagt. Ich geh noch Game Over in den Arcade-Level, Alter. Oh cool, man kriegt, ernst, wenn man fertig ist mit diesen 4 Dingen, auch noch ein bisschen Bonusleben für deine Punkte. Dass ich ja bis 11 geben. Man kriegt Bonus-Lives vor allem dadurch, ja, dass man die Level schnell beendet. So, alle 4 Level wird einmal ein Bonus Life eine schöne Big City Screen und warte auf euch. Jo, mach mal. Okay, ich hab's glaube ich gleich auch soweit. Ich hab Donkey Kongs Face übrigens schon mal auf seinen Platz rüberlaufen lassen. So. Wieso kracht eigentlich die Plattform, auf der Donkey Kong steht, ein, wenn man alles wegmacht, aber die Plattform von Paulina, die einfach genau auf der Plattform Donkey Kong ist, fällt nicht runter? Wem? Ja, in dem 4. Arcade Level. Boah, man kalte geil. Ja, das macht Sinn. Ist die Paulina? Ja, natürlich. Das ist nicht Peach. Peach gab's damals noch nicht. Damals gab's ja keine Peach. Damals gab's auch noch keine Toadstool. Paulina ist immer noch in allen Mario vs. Also eine Beziehung in die Brüche gehen lassen, okay. Nee, nicht mal so. Paulina gibt's immer noch in den neuen Mario vs. Donkey Kong Spielen. Oh, shit. Achso, er hat doch 2 Freunde nebeneinander. so, mein Freund. In Super Mario Land hat er Daisy gerettet. Was? 3 Freundinnen nebeneinander. In Super Mario Land war Daisy drin. Er betrügt seinen Bruder auch noch. Super Mario Land war ja das erste Gameboy-Spiel und da hat man dann Daisy genommen statt Peach, weil blonde Haare lassen sich das nicht halt schlecht darstellen, wenn man nur 4 Graustufen als Farben hat. Da hast du allerdings recht. Jo, ich habe 8 Leben und bin jetzt in der Big City. So, ich habe ebenfalls 8 Leben in der Big City. Ich habe, glaube ich, ebenfalls 8 Leben. Glaubst du? Also das heißt, du bist noch nicht durch die 4. Stage durch. Ja doch. Aber ich habe 9 Leben. Ja, Noobs. Ha. Da seid ihr schon ganz schön weit hinten mit einem Schuh. Also hier, das ist der, so sag ich mal, ein bisschen ungewöhnliche Level für Mario-Sachen. Das ist ja eher so, finde den Schlüssel oder manchmal noch ein paar Rätsel. Das ist eher so Richtung Puzzle-Jump'n'Run, so wie halt die späteren Mario vs. Donkey Kong-Spiele auch. Richtig. Also, ich habe die späteren Mario vs. Donkey Kong-Spiele eigentlich gar nicht gespielt. Ich habe nur Return of the Mini Mario. Wir haben jetzt den Big City Screen. Rechts ist schon das Gesicht von Donkey Kong auf dem einen Feld und unten links flasht Marios Kopf hin und her. Genau. Ja, stimmt schon. Okay, das heißt, wir beginnen unser Race genau hier und zwar auf mein Countdown. Auf los geht's dann los. Noch nicht. Jetzt gleich. Ja. Okay. Also ich habe die erste Stage fertig, Jungs. 5, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. 4, 3, 2, 1 und los geht's!